So, herzlich willkommen Leute zu meinem neuesten YouTube-Video von mir. Ihr könnt schon diesen Text lesen. Heute geht es darum, ja, Sassuolo gegen Juventus Turin. Nein, Juventus Turin gegen Sassuolo. Ja, es ist mal wieder nicht gut gegangen. Da hat man verloren, Juventus Turin gegen Sassuolo. Und ja, ich finde, ja, Juventus Turin hat in den letzten Partien, also in den letzten Matches, nicht mehr verloren. Und seit jetzt habe ich sie mal wieder mal verloren. Den dritten Niederlage in dieser Saison. Und 4 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Ja. Und da kommt man gut an. In der Champions League siegt man 3 Spiele in 3 Spielen. Sehr, sehr stark für Anfangs Champions League. Hoffentlich geht es so weiter. Aber dann hat Juventus Turin 1-0 in Rückstand nach 44 Minuten. Ich weiß nicht, wer das gewesen ist. Oder nach 43 Minuten. Ich weiß es nicht. Aber es ist 1-0 für Sassuolo gewesen. Und 0-1 Juventus Turin. Und Juventus Turin muss 1-0 in Rückstand zur Pause. Dann konnte man Juventus Turin ein bisschen mehr zu sehen. Dann haben sie ein bisschen geschwächt. Und dann sind sie wieder gekommen. Und dann kommt 78 Minuten, Weston McKennie trifft zum 1 zu 1 und ich dachte, ja, es kommt noch ein Unentschieden, aber nein, dann der USA-Nationalspieler Weston McKennie, der von Schalke, und jetzt ist er, glaube ich, ausgeliehen und sie möchte eine Kaufoption haben. Und dann kommt Maximilian Lopez, 5 Minuten Nachspielzeit zum 2 zu 1, ich sag mir, ey, den habe ich mich so fest genervt, das 2-1 für Sassuolo und dann ist das Spiel beendet und Sassuolo gewinnt dann das Ligaspiel mit 2 zu 1, die 3 Punkte und Juventus Turin müsste die wichtigen 3 Punkte mitnehmen, aber dann am Ende schließlich ist das Spiel auch beendet und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, da kommt immer neuen YouTube-Video und Link in der Beschreibung steht mein Insta-Name. Dort könnt ihr auch gerne mal folgen. Giuseppe Bodenstich Pavone 15 in Link in Beschreibung. Und ihr könnt das letzte Video auch da oben liken und einen Daumen nach oben geben. Und wir schaffen 10.000 Likes. Die ganze. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und morgen kommt das Spiel Juventus Turin gegen Florenz. Also, ich habe jetzt genug geredet von heutigen Video und wir sehen uns morgen Live Reaction Juve Florenz um 18 Uhr.